So, it is my great pleasure to be able to announce our next speaker. Hallo, ich. Ihr hört die deutsche Übersetzung dieses englischen Talks über SS7. Ich bin Ploy und mit mir dabei sind noch Rumsteak und Sebalis. And foe of diverse protocols and their implementations. I'm much looking forward to see what he has found today in his talk, SS7 Locate, Track and Manipulate. Also, SS7, Orten, Verfolgen, Manipulieren. Bitte heißt jetzt herzlich willkommen, Tobias Engel. Thank you. Danke. Also, Andreas hat es eben gesagt, ich werde über Sicherheitsprobleme mit SS7 sprechen. Wieso sollt ihr euch das kümmern? Jeder von euch hat ein Telefon in der Tasche und das nutzt indirekt SS7. Ich werde darüber reden, wie eure Bewegungen verfolgt werden können, weltweit, dass andere eure Telefonanrufe abhören können und nur allein, wenn sie eure Telefonnummer wissen. Also zuerst, Carsten Ohl hatte mich kontaktiert, er hatte den Talk nach mir und wir bemerkten, dass unsere beiden Firmen ähnliche Untersuchungen gemacht haben. So, wir haben uns also das Thema aufgeteilt. Wir haben außerdem gesagt, dass zwei Russen, Sergei Pusanov und Dmitri Kusanov, bereits zu diesem Thema einen Talk gehalten haben und viele ähnliche Probleme aufgezeigt haben. Also, es scheint, es ist das Jahr der SS7-Untersuchung. Wie ist dieser Talk entstanden? Früher in diesem Jahr hat mich ein Journalist kontaktiert und hat mir gesagt, dass es diverse Firmen gibt da draußen, Tracking for people, die Personentracking verkaufen. Also, wie ihr seht, den Titel habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das ist der Untertitel einer Broschüre von Valiant über das Skylock-Produkt. Es stellt sich heraus, dass Firmen diese Funktionen verkaufen. Wie ihr hier seht, ist es sehr detailliert, die Ortsinformationen, die man erhalten kann. Und alles, was dazu nötig ist, ist, dass man die Telefonnummer hat. Ich hatte bereits ähnliche Arbeit zu diesem Thema gemacht und ich wollte herausfinden, was es hiermit auf sich hat. Also schauen wir uns zuerst an, was dieses Signalisierungssystem 7 ist. Es ist ein Protokollansammlung, die von Telekom-Firmen verwendet werden, um verschiedene Switches miteinander kommunizieren zu lassen. Es wurde in den 80er Jahren standardisiert. Und damals waren es alles Festnetztelefone, die einfach an der Wand angeschlossen waren. Es gab keine private Kommunikation und es gab nur sehr wenige große Provider-Betreiber. Dann kamen Mobiltelefone und neue Features wurden hinzugefügt, neue Protokolle. Und jetzt konnte man sein Telefon überall hin mitnehmen, in andere Länder. Also Roaming musste eingeführt werden. Also das MAP, mobile Applikation-Teil, sind all diese Dinge, die Mobiltelefone machen können, die Festnetztelefone nicht können. Noch später wurde das Camel Application Part hinzugefügt. Dies erlaubt Betreibern, eigene Dienste bereitzustellen. Und für keine dieser Dienste gibt es Authentifizierung.
Also bei anderen Betreibern kann man einfach diese Dienste auch nutzen, man muss sich nicht authentifizieren. Zugriff auf SS7 zu erhalten ist, wird immer einfacher. Man kann es kaufen von Betreibern. On doing some SMS service or something. Wenn man einen SMS-Dienstleistung anbieten will, dann benötigt man SS7-Zugriff. Üblicherweise ist der Zugriff auf SS7 Internet access without an IP address. Wie ein Internetzugriff, aber ohne IP-Adresse. Man benötigt zwar noch Adressen, sogenannte Global Titles, man benötigt Roaming-Vereinbarungen, die diese Local Titles abdecken. Diverse Betreiber verkaufen ihre Global Titles weiter, die dann unter ihren Roaming Agreements gültig sind. Viele Betreiber lassen ihr SS7 Hardware ungeschützt. Femtocells sind Erweiterung des Kernnetzes und die sind hackbar. Quick overview over the protocol stack. Einen kurzen Überblick über den Protokollstack. Es gibt ein Level 1, der physische Netzwerk, die physische Netzwerkebene. Inzwischen ist das oft routed over IP, über IP-Netze vermittelt oder geroutet. Aber dieser Talk konzentriert sich auf SCP und den Teil für Mobiltelefone, der speziell dafür gemacht ist. Network overview. Hier ein Überblick über das Netzwerk. Links und rechts das ist das Base Station Subsystem. Das ist also das, womit man spricht. Und das ist jetzt nicht unser Fokus. Der Fokus ist das zentrale Netzwerk der Betreiber. Die ganzen roten Linien, die man hier sieht, sind SS7-Verbindungen. Also das ist Verbindung zwischen Geräten des Betreibers, zwischen Betreibern oder innerhalb von Betreibern oder zwischen Betreibern, das ist immer SS7. Und eins der wichtigsten Elemente ist das Home Location Register, eine Datenbank, die alle Informationen über die Nutzerinnen enthält. Telefonnummern ist das prepaid oder mit Vertrag, Anrufe, Nachrichten, all diese Dinge. Und das Home Location Register kennt auch, weiß auch, welches Mobile Switching Center gerade am nächsten zu dem Telefon eines Nutzers, einer Nutzerin ist. Das Visitor Location Register bekommt eine Kopie dieses Registers, sobald man das Telefon anschaltet. Zum Beispiel für viele Netzwerke ist es so, zum Beispiel die meisten Netzwerke haben ein Mobile Switching Center für eine Stadt wie Hamburg. Das ist also das, wo ihr jetzt alle eingeloggt seid. Und das hat also eine Kopie eurer Daten aus dem Home Location Register bekommen. Das Visitor Location Register und das Mobile Switching Center sind also die Elemente, die die Anrufe vermitteln. Es gibt immer in mehrere Orten. Aber sie sind im Grunde identisch und haben deswegen nur ein Symbol in der Grafik. Das Adressieren funktioniert über den Global Title. Die sehen ungefähr so aus wie internationale Telefonnummern, sehr ähnlich. Man kann die Vorwahlen der Länder erkennen. Die meisten von euch, falls sie jemals mit einem Global Title in Verbindung gekommen sind, für SMSC damals, als ihr immer noch SMSC per Hand eingeben musstet, dann habt ihr den Global Title für das SMSC, für das SMS Center eingegeben. Das ist die Verbindung, die ihr angeben müsstet vorher, um Textnachrichten schicken zu können. Also so viel jetzt als Überblick und nun jetzt zum Verfolgen auf dem Cell Level, was also angeboten wird. Das Netzwerk muss natürlich wissen, in welcher
Base Station, du, mit welcher du verbunden bist, welche die nächste Base Station ist. Denn du möchtest Nachrichten, Anrufe empfangen. Das ist also notwendig. Also wenn jemand die ID, jede Base Station hat eine global einheitliche ID und jemand, der das herausfinden kann, kann dann diese ID benutzen, um die geografische Position der Base Station in einer von mehreren Datenbanken auf dem Internet herauszufinden. Google hat zum Beispiel eine sehr große Cell-ID-Datenbank. Und natürlich besonders in Städten, wo diese Mobilfunkmasten sehr nah beieinander sind, ist diese Identifizierung der Base Station auch ein ziemlich guter Hinweis darauf, wo du selbst dich aufhältst. Ziemlich genaue Daten darüber. Die kommerziellen Betreiber sagen nun, dass sie etwa 70% der Mobilfunknutzer weltweit abdecken. Das heißt, man muss also nicht unbedingt nah an ihnen sein. Du musst nur die Telefonnummer kennen, um zu wissen, wo diese Leute sind. Es gibt auch nicht technische Grenzen. Also hier ist zum Beispiel eine Broschüre, die sagt, israelische Nutzer können in Israel nicht lokalisiert werden. Das ist eine US-israelische Firma. Also Skylog, Infiltrator, das sind Produktnamen, die hören sich schon mal sehr nett an. Okay, wie sieht das nun auf dem Protokoll-Level aus? Zu links der Angreifer schickt einen Map Anytime Interrogation Request. Das ist genau für diesen Zweck, um herauszufinden, welche Cell-ID gerade für einen mobilen Nutzer, eine Nutzerin zugeordnet ist. Das wird normalerweise für netzwerkinterne Zwecke verwendet. Also wenn man eine Homezone zum Beispiel hat, eine Festnetznummer für das Mobiltelefon, dann funktioniert nur auf bestimmten Base Stations. Aber sie kann eben auch von Angreifern genutzt werden, um die Cell-ID herauszufinden. Also Anytime Interrogation geht in die Home-Datenbank des Nutzers und sagt, bitte, lass mir doch bitte die Cell-ID wissen, wo sich dieser Benutzer gerade aufhält. Und außerdem kann man dort die IMEI, also die Gerätenummer des Mobiltelefons, herausfinden. Was nicht bekannt ist, ist die Cell-ID, nur das Switching Center, das diesen Nutzer, diese Nutzerin gerade bedient. Also es gibt dann geht es also an das Switching Center. The mobile subscriber gets paid. Ein Mobilnutzer wird nun angerufen, sodass das Zentrum sicher ist, dass die Daten wirklich aktuell sind, dass die Zellinformation stimmt und diese Information wird dann anschließend zurückgeliefert an den Angreifer. Es ist also ein netzwerkinterner Service, aber wie ihr sehen könnt, dies ist ein Wireshark, ein Protokoll von mitgeschnüffeltem Netzverkehr, eines Requests, den wir gesendet haben, und es funktioniert immer noch für viele Netzwerke von außen. Ihr seht die Cell-ID ganz am Ende. Okay, aber viele Netzwerke, besonders in Europa, die meisten, zumindest in Deutschland, blockieren Anytime Integration inzwischen. Aber wir haben schon vorher gesehen, das Home Location Register kennt nicht einmal die Cell-ID. Wir müssen also nur herausfinden, welche Adresse das Switching Center hat und können das Switching Center dann direkt anfragen. Und wir müssen herausfinden, die IMSI, also den International Mobile Subscriber Identifier des Nutzers, das ist, was intern verwendet wird, nicht Telefonnummern, sondern die IMSI. Und zum Glück gibt es einen Request dafür. Wir können einfach die Home-Datenbank, das Home-Location-Register fragen, bitte gib mir doch bitte die IMSI, die Subscriber-Identification und das Switching-Center. Das ist normalerweise für SMS-Routing wichtig, wenn man zwischen Netzwerken Textnachrichten verschicken will. Also die Information wird zurückgegeben und der Angreifer kann dann einfach das Switching Center direkt fragen, welche Zelle das ist, und das funktioniert wie vorher, und das funktioniert wirklich in vielen Netzwerken. Weil es außerdem so ist, dass die meisten Mobile Switching Center Requests akzeptieren, von überall und irgendwem akzeptieren. Also wenn ich nun einen deutschen Nutzer suche, der zu Hause im deutschen Netzwerk ist,
Und ein indonesisches Netzwerk sollte eigentlich keinen Grund haben, das herauszufinden, aber das Mobile Switching Center macht keine Plausibilitätschecks und der Request wird tatsächlich beantwortet. Okay, so. Okay. So to demonstrate this better, um das noch besser zu demonstrieren, für etwa 2 Wochen haben wir einige Leute verfolgt, die also freundlich genug waren, uns ihre Telefonnummer zu geben und einverstanden zu sein, dass sie verfolgt werden. Und lasst mich mal sehen, ob wir das zeigen können. Ja, okay, there ja, also da irgendwo da in diesem astronomischen Bild wird das sein, ja. Irgendwo in dieser Galaxie. Okay. Ja. Let's see. Schauen wir. Okay, mein Touchpad verhält sich merkwürdig. Okay, let's start. Also fangen wir an mit. So. That's a Dutch subscriber. Das ist ein holländischer Nutzer, der, als ich angefangen habe, ihn zu verfolgen, war er in Seattle. Und wir können, as you can see down there, wie ihr sehen könnt, dort unten sind Zeiten. Yeah, okay, so he okay, also er sagt, er hat nicht die Fähre benutzt, da ist jemand auf dem Wasser, das ist... Die Location Database hat da also eine falsche Position angegeben, aber sonst ist es ziemlich genau dort, wo er wohnt und arbeitet. Dies ging einige Tage so weiter. Und dann ein holländischer Nutzer zur Weihnachtszeit flog er zurück in die Niederlande. Und let's see, we can really see. Wir können jetzt wirklich sehen. So, here is also hier ist Schiphol, der Flughafen von Amsterdam, und wir sehen hier, dass die nächste Verfolgung ist im Zug, auf dem Weg vom Flughafen und dann durch die Niederlande. Er hat mich dann gebeten, den letzten Punkt zu entfernen, weil er sagte, dass das zu nah an der Heimat ist. Dann wäre. Okay. Jemand anderes? Let's see. Schauen wir mal. Here we can see very nicely. Okay, hier sehen wir sehr schön jemanden, der in Luxemburg lebt. We can actually see him und wir können sehen, wie er die Autobahn runterfährt und dann hält er an und fährt dann ein bisschen weiter. After some time taking the plane to Hamburg. Nachdem er dann einige Zeit im Flugzeug nach Hamburg verbracht hat, ich frage mich, was er da drin gemacht hat. You can see how he. Könnt ihr dann sehen, wie er zum Kongress angereist ist? I know. I think you got. Und you got the general idea. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck davon bekommen. Hier haben wir jemanden, der in Hannover lebt. Darmstadt hier. And also you can see. Und ihr könnt auch sehr gut sehen, wie er über die Autobahn gefahren ist, welche Route er genommen hat. Also to Hamburg in the end. Um ebenfalls nach Hamburg zu kommen. Und wie ihr seht, ist das wirklich sehr präzise. This is possible for almost all of us. Und das ist, das kann eigentlich mit jedem von uns gemacht werden. So, let me check. Lass mich gerade was überprüfen hier, okay. Oops.
Und ich finde das schon ein bisschen gruselig. Ich meine, man muss nicht mal jemanden kennen, man muss nur die Telefonnummer von jemandem kennen und dann kann man ihn vom anderen Ende der Welt aus nachverfolgen. Und wenn man eben diesen SS7-Zugriff hat und diese Firmen, die diese Dienstleistungen anbieten, die sagen natürlich, wir bieten das nur an für staatliche Stellen oder Polizei. Aber ich kenne genügende Länder, deren Regierungen ich nicht trauen würde, dass sie über eine solche Funktionalität verfügen. Okay, then, gut, dann we talk to, haben wir mit einem von den großen deutschen Netzbetreibern über diese Probleme gesprochen. Und die waren wirklich geschockt, als sie das rausgefunden haben und haben angefangen, das Netzwerk besser zu überwachen und haben rausgefunden, dass da doch sehr viel Traffic entstanden ist, der die Position von Leuten abgefragt hat und andere Daten über die Leute. So, nach einiger Zeit haben sie dann irgendwelche Filter implementiert und haben also die Möglichkeit rausgefiltert, die aktuelle IMSI und das aktuelle Switching Sender von jemandem rauszufinden. Und wie ihr ja vorher gesehen habt, das sind diese Dinge, die man eben vorher rausfinden muss. Und diese Funktionalität haben sie eben abgeschaltet damit. Und dieser Traffic, von dem ich eben geredet habe, ist um mehr als 80% zurückgegangen. Und sie haben dann versucht rauszufinden, wo dieser Verkehr, dieser Datenverkehr herkam. Und ein Teil dieses Traffics war einfach nur eine Fehlkonfiguration in anderen Netzen. Das ist dann relativ schnell behoben worden. Es gab dann einige kommerzielle Nutzungsszenarien, wie zum Beispiel von Logistikunternehmen und Ähnlichem und SMS-Providern, die für Banken und ähnliche Firmen eine Dienstleistung erbracht haben, die zum Beispiel TAN-Nummern als SMS-Nachrichten an Telefone gesendet haben. Und die wollten eigentlich nur rausfinden, ob jemand eine SIM-Karte ausgetauscht hat. Es gab wohl einen Fall, als Kriminelle die SIM-Karte ihrer Opfer ausgetauscht haben und so an diese Transaktionsnummer gekommen sind. Und da wollte diese Bank eben prüfen, ob die SIM-Karte gewechselt wurde, um eben diesen Angriffsvektor zu verhindern. Und dafür haben die eben auch dieses Protokoll genutzt, das dann abgeschaltet wurde. Einige der Netzwerkbetreiber, die dann kontaktiert wurden, die haben entweder gar nichts gesagt oder haben auch nichts dementiert. Und der deutsche Netzbetreiber glaubt also, dass das es sich dabei um Requests von Staaten oder Regierungsstellen gehandelt hat. Und einige von diesen Angriffen gehen nach wie vor weiter. Und das bedeutet, dass diese Angreifer andere Informationsquellen haben müssen. Sie müssen also irgendwie herausfinden, wie die IMSI des Nutzers ist. Vielleicht wissen Sie das auch noch aus alten Abfragen oder vielleicht haben Sie auch andere Datenquellen, wo Sie das herausfinden können. Und für das Switching Center, da kann man eine Art Brute Force Attacke nehmen und sozusagen die Nummer erraten. Aber diese Angriffe, wie gesagt, gehen eben nach wie vor weiter. Okay, das hier nur ganz schnell, wir haben nämlich nicht so viel Zeit. In den Staaten, in den Vereinigten Staaten gibt es eine Anforderung, dass man, wenn man 911, also den örtlichen Notruf, anruft, dass die Telefone sehr präzise lokalisiert werden müssen. Also gibt es einen neuen Location Service, der nicht nur diese Zellenidentifikationsnummer zurückliefert, sondern den tatsächlichen Längen- und Breitengrad über die GPS-Position des Telefons. Das heißt, dieser GPS-Empfänger des Telefons kann aus der Ferne angeschaltet werden und dann seinen aktuellen Standort zurück an den Netzbetreiber melden. Die Notfallservice benutzen das Gateway Mobile Location Center und das zum Glück benötigt eine Authentifizierung. Und hier sehen wir die Spezifikation. Man kann also hier sehen, die Polizei beispielsweise ist der Client in diesem Fall und schickt diesen Service Request an das Location Center und da wird eben diese Authentifizierung benötigt. Aber wie wir eben vorhin schon gesehen haben, die Switching Center, die interessiert diese Authentifizierung überhaupt nicht. Die wissen nichts von Authentifizierung. Das heißt, den Subscriber Location Request, den kann man eben direkt wieder an das Switching Center richten, ohne Authentifizierung. Und in der Praxis funktioniert das eigentlich genauso, wie wir das vorhin gesehen haben. IMSI rausfinden, Switching Center rausfinden und dann das Switching Center direkt anfragen. Aber wie ich hier geschrieben habe, hier gibt es noch eine ganz lustige Verifikation der Absenderadresse. Weil sie eben gesagt haben, okay, das kommt von außerhalb des Netzwerks, also müssen wir irgendwie die Adresse des Senders verifizieren. Die
Diese Adressen sind in dem SCCP-Layer. Das heißt, Calling Party bedeutet hier, das ist also das Gerät, was die Message absendet. Und das wäre also. Das Problem damit ist aber, dass dieses SCCP-Layer weiß nicht, wer diesen Dienst nutzen darf und wer nicht. Das heißt also, die Lösung ist hier in diesem Fall, dass sie den Absender in eine weitere Kopie in den Map-Layer stecken. Das heißt, die Antworten werden zurückgesendet an die Adresse hier oben, aber verifiziert wird die Adresse da unten. Das heißt, wenn man die Wahrheit sagt und dieselbe Adresse zweimal einträgt, als authentifizierte Adresse und als Rücksenderadresse, dann ist das okay. Aber wenn man nur eine Adresse einträgt, die aussieht wie eine interne Adresse des Netzwerks, dann bekommt man eben auf diese Art und Weise den Längen- und Breitengrad des jeweiligen Nutzers einfach zurückgesendet. Okay, this is obviously not a GPS. Und das ist ganz offensichtlich also keine GPS-Position hier. Vielleicht war diese Person gerade irgendwo, wo GPS-Empfang nicht verfügbar war. Aber gut. Gut, jetzt haben wir also einiges gesehen über die Möglichkeiten, die man hier hat, diese Informationen zu sammeln. Aber es ist auch möglich, die Informationen zu manipulieren. Sorry. Okay, so that was it's just white there. Okay, the colors. It's actually colored here on my display. Okay, auf meinem Bildschirm sieht das ein bisschen anders farbig aus. So if you remember, wenn ihr euch daran erinnert, am Anfang habe ich gesagt, wenn ihr euer Telefon anschaltet, dann wird das HLR überträgt eine Kopie eurer Subscriber-Daten an das SCCP. Und ab diesem Moment wird also alles, was ihr mit eurem Telefon machen könnt, von dem VLR kontrolliert. Aber ein Angreifer kann eben auch VLR spielen und kann die Nutzerdaten, modifizierte Nutzungsdaten an das Switching Center schicken. Und das bedeutet, dass er zum Beispiel ganz einfach an- und abschalten kann, eure Möglichkeit, Anrufe zu tätigen oder Texte zu verschicken oder ähnliche Sachen zu machen. And that. Und das. Okay, another thing. New protocol, Camel. Ja, hier haben wir noch was anderes, ein Protokoll namens Camel. Customized Applications for Mobile Networks Enhanced Logic, das kann sich keiner merken. Das ist nochmal eine Schicht drüber über der normalen Map-Logik. Und das gibt dem Netzbetreiber die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, I don't know, you're a German subscriber. Okay, zum Beispiel, ihr seid ein deutscher Nutzer, ihr befindet euch gerade in Frankreich. Euer Heimnetzbetreiber kann sagen, jedes Mal, wenn dieser Nutzer, der aus meinem deutschen Heimnetzwerk kommt, einen Anruf tätigen will, dann muss gefälligst vorher das Heimnetzwerk kontaktiert werden. Also die sogenannte Service Control Function in dem Heimnetzwerk des Nutzers muss kontaktiert werden. Und die wiederum entscheidet, ob der Anruf gemacht werden kann oder ob die Daten in irgendeiner Form manipuliert werden oder ob der Anruf eben abgeblockt wird. Also links haben wir hier das Heimnetzwerk mit der Service Control Function. Der schickt die Adresse dieser Service Control Function an das Switching Center. Denn ihr als deutscher Nutzer seid ja momentan in Frankreich, also schickt es die Adresse dieser Service Control Function an das französische MSC und sagt, wann immer dieser Nutzer will einen Anruf tätigen will, dann bitte mich vorher kontaktieren. Okay, then the subscriber wants to. Der Nutzer möchte jetzt also einen Anruf machen. Und er hat aber vergessen, die internationale Vorwahl vorzuwählen. Er wählt einfach so, als ob es eine deutsche Telefonnummer wäre. Und normalerweise würde das nicht funktionieren, denn das französische Switching Center weiß nichts über deutsche Telefonnummern und wie die aufgebaut sind. Aber die Service Control Function wird kontaktiert und die bekommt gesagt, der Nutzer möchte mit dieser Nummer anrufen, was soll ich damit tun? Und die Service Control Function schreibt diese Nummer um, fügt die deutsche internationale Vorwahl davor. Der Nutzer merkt überhaupt nichts, dass er das manipuliert bekommt und wählt die Nummer einfach so, wie er sie aus Deutschland rauswählen würde und das funktioniert. Und wenn ihr euch jetzt
daran erinnert, die Adresse dieser Service Control Function wird an den Switch gesendet von der Home Database. Das heißt, wenn ein Angreifer die Daten im MSC modifizieren kann, dann kann er einfach eine andere Adresse an das MSC schicken, seinen eigenen Global Title, und kann also sozusagen einfach bestimmen, wann immer dieser Nutzer irgendwas macht mit seinem Telefon, dann soll ich bitte kontaktiert werden, und steckt dann seine eigene Adresse rein. So. Jetzt will der Nutzer die Nummer hier wählen, die wir hier sehen, die Nummer des Nutzers auf der rechten Seite. Er wählt also diese Nummer, und der Switching Sender kontaktiert jetzt den Angreifer. Und jetzt weiß der Angreifer schon mal, welche Nummer eigentlich gewählt werden soll. Und dann ändert der Angreifer diese Nummer in eine ganz andere Nummer, wo zum Beispiel ein Proxy stehen könnte, der die Gespräche aufzeichnet. Er braucht nicht unbedingt mal SS7-Zugriff zu haben. Das kann einfach irgendwo eine Asterisk-Box im Internet sein, die über eine öffentlich zugängliche Telefonnummer erreichbar ist. Der Anruf wird also aufgebaut zu diesem Proxy. Und der leitet das dann weiter an den eigentlichen Nutzer. Und beide Nutzer können jetzt miteinander reden. Und der Angreifer ist der Man in the Middle und zeichnet alles auf, was über diese Verbindung gesprochen wird. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass sowas wie hier wirklich passiert. Ich habe gehört von einem ukrainischen Netzbetreiber, der herausgefunden hat, dass einige Anrufe von seinen Nutzern abgefangen wurden. Und diese Abfang kam aus einem russischen SS7-Netzwerk. Und also das passiert wirklich. Okay, so now we've seen a lot about. Jetzt haben wir also einiges gesehen über die Switching Center und die, wie verletzlich die eigentlich sind. Aber das Home Location Register also has some vulnerabilities. Hat natürlich auch einige Schwachstellen. Also schauen wir uns zuerst mal an, wie. What exactly happens if was genau passiert, wenn man in ein anderes Land zum Beispiel reist? Es ist eigentlich das Gleiche, wenn man von Berlin nach Hamburg reist. Also, dein Telefon schickt dein Location Update zum Switching Center, und das schickt ein Update zum HLR. What happens then is dann speichert das HLR die Adresse des Mobile Switching Centers, denn es muss ja wissen, wer anruft. Also speichert diese Adresse und schickt eine Kopie der Subscriber Data an das Mobile Switching Center. Jetzt, wenn jemand eine SMS schicken will, das ist da hier links, dann fragt das HLR an, bitte gib mir Routing-Informationen an für diese Telefonnummer, und als Antwort kommt die Adresse des Switching Centers zurück. Also kann es dann die SMS schicken zu dir. Aber ein Angreifer kann auch diesen Update Location Request schicken. Also es kann diesen Update Location Request zum Home Location Register schicken, und das Home Location Register speichert dann die Adresse des Angreifers. Das heißt, wenn jetzt wieder zum Beispiel eine Bank einen TAN schicken will, eine SMS, dann wird diese SMS jetzt zum Angreifer geschickt. Also, im vorherigen Fall, wo diese Kriminellen die SIM-Karten ausgetauscht haben, also diese Möglichkeit hier wäre natürlich einfacher. Sie hätten die SIM-Karten nicht austauschen müssen, sondern sie einfach als Subscriber ausgeben und sagen, ja, schickt die SMS jetzt mir.
Okay, another thing, USSD codes, those star noch etwas weiteres, USSD-Codes. Das sind diese speziellen Nummern, die mit einem Stern anfangen, die man manchmal eingeben muss. Die können auch bei anderen Anbietern ausgeführt werden. In Deutschland nicht, aber in diversen anderen Ländern gibt es die Möglichkeit, Prepaid-Guthaben zu übertragen mit USSD-Codes. Also man kann das Guthaben eines Opfers stehlen und zum Beispiel auf seine eigene Nummer übertragen. Auch Anrufweiterleitung kann eingerichtet werden oder umkonfiguriert werden. Also man könnte zum Beispiel alle Anrufe auf die eigene Nummer auf eine Mehrwertdienstnummer weiterleiten. Also das heißt natürlich, wenn man angerufen wird, muss man bezahlen für die Mehrwertnummer. Das kann natürlich auch eine Nummer sein, die der Attacker kontrolliert. Okay, so. Also. Und man muss nicht einmal. Man muss das nicht einmal tun. Wenn der Provider ein deutscher Provider ist, dann sagt mir die German Home Database einfach den USSD-Code für den Nutzer. Also wie man hier sieht, fragen wir das Guthaben an von einer deutschen Prepaid-SIM-Karte, während wir in diesem Netzwerk eingeloggt waren. Während wir in einem Netz auf der anderen Seite der Welt eingeloggt waren. So, I guess this one, Carsten is going to talk about. Also Carsten wird über das hier sprechen. Sprichst du darüber gleich? Rufnummern rausfinden? Also das okay. Rausfinden von Rufnummern. okay. Also. Wenn, You have to translate it to English. Okay, so this is I call it hybrid attacks because. Also das nenne ich hybride Angriffe. Das Publikum hat gerade Spaß mit den Untertiteln. Es gibt jetzt eine Feedback-Schleife zwischen Untertiteln und Publikum. Okay, so I call it hybrid attacks because hybride Angriffe. Hybrid. Also, man muss hybride sein dazu. Like up there. Sorry. Wie da oben. Entschuldigung. Is this an actual human doing the translation? Sind das eigentlich Leute, die hier die Übersetzung machen? Oder? Die Rede ist immer noch nicht von der Übersetzung. Das sind natürlich Menschen, hallo, sondern die Rede ist von den Untertiteln. Also. Okay, so, hybrid attacks meaning... Hybride Angriffe. Over the air interface. If the also network man wants kann... To über die Luftschnittstelle, also wenn der Angreifer dich erreichen will, dann schickt er einen Paging Request. Dann erhält er einen Temporary Mobile Subscriber Identity. Identifier has to be transferred unencrypted. Dieser Identifier muss unverschlüsselt übertragen werden. Und also der TMSC wurde eingeführt, damit man nicht herausfinden kann, wer im Moment einen Anruf tätigt. Also es ist eben nicht die IMSI, welches die eigentliche Identität des Nutzers ist. Aber es stellt sich heraus, wenn der Angreifer die ganzen Paging Requests erhält, der TMSIs, zum Beispiel mit OsmoConBB, kann er
einfach das Mobile Switching Center fragen, bitte gib mir die IMSI des Nutzers. Und wenn man die hat, kann man die MSISDN herausfinden, also die Telefonnummer. Ja, also man könnte jetzt damit Angela Merkels Telefonnummer herausfinden. Carsten wird dann in einem später darüber sprechen. So, jetzt zu LTE. Das SS7-Netzwerk wird genutzt von GSM und UMTS. LTE verwendet ein anderes Protokoll, das ein Durchmesserprotokoll. Also, SS7 wird ein Legacy-Protokoll. Aber viele der SS7-Design-Fehlern wurden einfach auch in neuen Protokoll eingeführt. Also zum Beispiel gibt es immer noch keine Authentifizierung für Nutzer. Und natürlich wird SS7 noch lange hier sein. Leute sagen mir etwa 20 Jahre. Außerdem gibt es Schnittstellen zwischen Diameter und SS7, damit man Anrufe von LTE zu GSM oder umgekehrt tätigen kann. Also um das Ganze zusammenzufassen, ein Angreifer, der nur eine Telefonnummer seines Opfers hat, kann die Bewegungen tracken, kann die Telefone Anrufe abhören, vermutlich auch Datenverbindungen, Anrufe weiterleiten zu Kosten des Nutzers. So, what the operators can do again. Also Gegenmaßnahmen der Netzanbieter. So, as I said in the beginning, Netzbetreiber, wie ich am Anfang gesagt habe, muss man die IMSI und das Mobile Switching Center herausfinden, um manipulieren zu können. Die Betreiber geben diese Information hauptsächlich heraus, um SMS-Routing zu betreiben. Eigentlich gibt es eine neuartige Art, dieses Problem zu lösen, das heißt Home SMS Routing im Home Routing des Betreibers. Bei dem muss man eigentlich nicht der Global Title des Switching Centers herausgeben. Einige der deutschen Netze nutzen dieses bereits. Und sei es, da ist es viel schwerer geworden, die Informationen herauszufinden, die man für einen Angriff benötigt. Eine andere Quelle dieser Information, dieser Routing-Information ist natürlich für Routing-Informationen für Telefonanrufe, aber das kann einfach abgeschaltet werden für externe Netzwerke. Hier auch einige deutsche Netzwerke haben das bereits getan. Also du als Endnutzer kannst eigentlich nichts tun. Das funktioniert für alle Telefone, die mit dem Netz verbunden sind, egal ob Smartphones oder Feature Phones. Okay, so now I've prepared a Jetzt habe ich eine kleine Demonstration vorbereitet. Let me just get that back to my screen. Ich verschiebe das mal kurz auf meinen Bildschirm. Okay, I hope it works and I hope ich hoffe, dass es funktioniert und dass ihr was sehen könnt. Oh, it's. Oh, okay. So, jetzt sind die Telefone richtig ausgerichtet, also so, this is a dies ist also ein Nutzer in einem deutschen Netzwerk und ich werde jetzt, er möchte seinen Freund anrufen auf dessen Telefon. So.
So, and okay. As you can see, wie ihr seht, das funktioniert. Das andere Telefon klingelt, wie man erwartet. So. Applaus. Really? Wirklich? Yeah, a phone call. Ja, ein Telefonanruf, er funktioniert großartig. Das war nicht die Demo. Yeah, very funny. Sehr witzig, ja. Ja, ja, jeder hat jetzt die Telefonnummer, ihr könnt alle anrufen, ja, ja. Okay. Okay. Now I do some, nun werde ich etwas SSI-7-Magie ausführen. Ich werde also jetzt Daten des Nutzers, werde es wieder versuchen. Ich rufe die gleiche Nummer an. Und das, schauen wir mal, ob wir das hören. Can you hear that? Könnt ihr das hören? Für die gewählte Nummer wurde eine Rufsperre eingegeben. Okay, it says call bearing has been activated. So eine Rufsperre wurde eingegeben. Wenn ihr also eine Weile mal aufhören könntet, diese Nummer anzurufen, bitte. Dieser Anruf geht einfach nicht mehr durch. So, it won't work. Okay, es funktioniert nicht mehr. I can also ich kann auch switch it back on again. Ich kann es wieder anschalten, wenn ich jetzt if I dial again. Wieder wähle. Yep. Ja. Ja. Yep. As you can see, wie it works. Ihr seht, it works funktioniert es. So, and ja. Another thing. Noch eine Sache. So the friend wants to call back. Der Freund möchte zurückrufen. Wants to call back. So he dials the number. Er wählt also die Nummer des ersten Anrufers. Guys, stop calling for a second. Bitte Leute, hört mal eine Weile auf anzurufen. So he's calling food test. Er ruft Food Test an. And the, und ah, die Rufnummern die Anrufweiterleitung ist immer noch aktiviert. Der Anruf kommt auf diesem Telefon an. Okay. Okay. I will switch it off. Okay. Ich werde das jetzt abschalten. Okay. Ich werde den Anruf nochmal machen. Really? Wirklich? Okay, so. Okay, the original phone rings. Das ursprüngliche Telefon klingelt, so wie es sein sollte. Applaus. I will show you again, ich werde es nochmal zeigen, weil das natürlich, das war natürlich jetzt falsch herum. Ich werde euch zeigen. Can you read that? Könnt ihr das lesen? Okay, so there's okay. No call forwarding. Es gibt keine Anrufweiterleitung für dieses Telefon. Activated? So, die ist nicht aktiviert. Und wenn ich das jetzt aktiviere, and do the same und das gleiche, die gleiche Anfrage nochmal schicke. Okay, now you can see the number for call forwarding. Ihr seht jetzt die Nummer für Weiterleitung, die gerade aktiviert worden ist, aus der Ferne. Okay. Okay. Yeah, that's it for the demo. Das ist erstmal die Demo. That's it for me. Das ist mein Teil. Vielen Dank.
Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, bitte stellt euch an den Mikrofonen auf. Und wenn ihr gehen wollt, bitte macht das jetzt und leise und verlasst den Raum, um Platz zu schaffen für Leute, die den nächsten Talk sich anschauen wollen. Jetzt könnt ihr bitte nur gehen, bitte tut das jetzt schnell und leise. Wir haben also eine Frage von Mikrofon Nummer 1. Ja, vielen Dank für den Talk. Am Anfang hast du gesagt, dass Regierungsstellen SS7 benutzen für die sogenannte Lawful Interception, also für das gesetzeskonforme Abhören. Und du sagtest, dass du den Regierungen einiger Länder nicht trauen würdest. Der Vollständigkeit halber, könntest du die Länder benennen, denen du traust? Nein, tut mir leid, das kann ich nicht. Dankeschön. Mikrofon Nummer 1. Mikrofon Nummer 1. Wie hast du Zugriff auf das SS7-Netzwerk für diese Demo bekommen? I rather not say. Ich würde es lieber nicht sagen. Naja, also eigentlich, es ist ein Zugang, der uns geborgt wurde für die Zwecke unserer Sicherheitsforschung. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hallo, ja, danke für den Talk. Meine Frage geht in die Richtung, den Standort rauszufinden. Der Standort der Zelle, das kostet den Operator wahrscheinlich nichts, das rauszugeben. Aber die Triangulierung, kostet das den Netzbetreiber was? Oder kann man das auch im großen Maßstab machen für sehr, sehr viele Nutzer? Ich weiß nicht wirklich, an wie viele denkst du? Naja, natürlich, es ist implementiert für Notfalldienste, also es gibt also immer schon recht viele, es gibt viele Notfallanrufe und ich denke, das kann für ziemlich viele Kunden, Kundinnen gemacht werden. Ich weiß nicht, was passiert, falls man das für alle Nutzerinnen und Nutzer versucht, aber es kann für viele gemacht werden. We also have a few questions from our Signal Angel Relay. Fragen vom Signalengel, die über den Internet Relay Chat hereinkommen. Der Signalengel, bitte. Okay, die erste Frage hier ist, wie viel würde es denn insgesamt kosten, jemanden mit seinem Telefon zu verfolgen? Naja, ich würde sagen, ein paar hundert Euro für den SS7-Zugang, wenn man ihn kauft, wenn man ihn einkauft. Und dann braucht man jemanden, der die Software schreibt oder beschreibt es selbst. Und wenn man das selbst schreibt und irgendwie, ich weiß nicht, jemanden findet, der SS7-Zugang hacken kann, über was weiß ich, es würde dann überhaupt nichts kosten. Another question from our Signal Angel, please. Okay. Frage aus dem Chat. Okay, hier ist noch eine Frage. Wenn der direkte SS7 benötigt man wirklich direkt ein SS7-Programm oder würde ein gehacktes Endgerät reichen? SS7 ist wirklich nur im Zentrum des Netzwerkes angewendet. Die Telefone haben damit nichts zu tun. Die Telefone verwenden Radioverbindungen und SS7 ist nur innerhalb der Netzwerke zwischen den Switching Centers. Diese ganzen Komponenten nutzen das untereinander. Microphone number 2, please. Thank you. So I have another question regarding eine weitere Frage zu USSD. Du hast gesagt, dass es ohne Probleme möglich ist, die USSD-Nachrichten zu verfälschen. From what I dimly remember about Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es zwei verschiedene Felder in diesem Protokoll, wo der Absender des Requests drinsteht. Kannst du die gesamte Message verändern? Kannst du alle Felder manipulieren? Ich bin nicht ganz sicher, aber da du keine Antwort brauchst, kannst du eigentlich alles verfälschen. Das ist überhaupt das Ding für alle Nachrichten, in denen du etwas veränderst, aber keine Daten zurückhaben möchtest, dann kannst du jeden Absender, den
den du möchtest, eintragen, weil du die Antwort nicht brauchst. Und wenn es um Aktivierung von Daten geht oder Ausführung von Anfragen geht, sobald diese Anfrage an ihrer Bestimmung ankommt, ist es okay. Na, ich frage wegen der Verifikation. USSD wird nicht nur genutzt, um zum Beispiel deinen eigenen Account abzufragen, wie viel Geld du noch auf der Karte hast. Aber es wird ja auch zum Beispiel für Bezahlungen, Zahlungsvorgänge verwendet. Und wenn man das die gesamte Message verändern könnte, wäre das ein massives Problem. Ja. Thanks for that. If it's really done over USSD. Wenn das wirklich über USSD läuft, ja. Ich habe zwei Fragen. Die erste: When you did location through PSI ATI, als ihr Standorterfragen gemacht habt über PSI, habt ihr das von einem SS7-Zugriff gemacht, für den ihr bezahlt habt, oder von einem eigenen Zugang? Und wenn es euer eigener Zugang war, es war nicht in IR21. Es scheint hier um irgendwelche Protokolldetails zu gehen, die mir gerade nicht geläufig sind. Es geht hier um eine Anzahl Dokumente der GSMA, die GSM Association, die Standardisierungsorganisation. Jeder Betreiber hat dieses Dokument, reicht es ein und listet dort seine Global Titles auf und Adressen zum Routing von Verkehr und so weiter und so weiter. Und normalerweise würde man sagen oder denken, dass wenn ein Global Title oder eine Absenderadresse dort nicht aufgelistet ist, dann kann man diese Nachrichten einfach wegwerfen. Aber in der Praxis ist das nicht so. Meistens werden Anfragen auch dann geroutet und beantwortet, wenn die Adresse nicht in den IR21-Dokumenten eingetragen ist. Offensichtlich eine globale Liste mit allen Global Titles. Ja, danke für den Talk. Was mich noch interessieren würde: Habt ihr euch auch die modifizierte Version für Notrufe angeschaut, wo man dann zum Beispiel gar keine SIM in seinem Telefon braucht, oder für das, was jetzt im Kommen ist, diese Systeme für Autos, ob das da auch irgendwelche Auswirkungen hat? Ist das auch verfolgbar? Ich habe mir das nicht angeschaut, das weiß ich nicht. Another question from our Signal Angel on IRC. Ja, hier haben wir noch eine ganze Reihe Fragen, aber eine davon ist hier: Gibt es irgendwelche Zahlen darüber, welche Länder das meiste Tracking machen? Welche Länder am meisten Tracking verfolgen, durchführen? Ja, haben Sie irgendwelche Zahlen da? Nein, habe ich nicht, keine Zahlen. Ich würde mich auch sehr interessieren, falls jemand sie hat, wäre ich sehr interessiert. Microphone number two, please. Yeah, I have the question. Ja, meine Frage ist, wenn ich eine funktionierende Base Transceiver Station habe für ein GSM-Netzwerk, ist die SS7-Zugriffsinformation in dieser Base Station drin? Nein, das ist im Base Station Subsystem, das ist nicht SS7. Das SS7 wird also nur benutzt von dem Switching Center hinein in das Netzwerk. Okay, danke. Ja, hallo. Deine letzte Slide mit der Zusammenfassung. Habt ihr es auch geschafft, Nachrichten zu entschlüsseln und Telefongespräche zu entschlüsseln? Das habe ich leider nicht verstanden. In der Zusammenfassungsfolie stand drin, wie man eine EMSI anfragen kann, nachdem man die TMSI herausgefunden hat. Aber dann könntest du ja auch das Telefongespräch entschlüsseln, indem man eben diese Schlüssel ausschnüffelt. Ja, aber Carsten wird darüber im nächsten Talk erzählen. Also bleibt hier für den nächsten Talk und dann gibt es mehr dazu. Microphone number five, please. Hi, thank you for. Hallo, ja, danke für den Talk. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland irgendwelche Virtual Operators gibt, aber die haben ja auch SS7-Zugriff und das
Das, was du in deinem Talk erzählt hast, gilt das auch für die? Virtual Operators. Virtual Operators, das Operators, die, also Betreiber, die keine eigenen Netze haben. Ja, also wenn sie wirkliche MVNOs sind, dann haben sie Zugang auf SS7, wenn sie nur Reseller sind, dann nicht. Aber zum Beispiel, ich glaube, dass einer der wenigen, der sehr wenigen in Deutschland, das ist Zipgate mit SIM-Quadrat, die haben zum Beispiel ihr eigenes HLR, ihr eigenes Home Location Register. Siehst du das als einen möglichen Vektor, um ein Telefon dazu zu bringen, seinen Baseband zu aktualisieren? Wie ihr am Anfang gesehen habt, kann man nicht nur die Seller-ID abfragen, sondern auch die IMEI des Telefons, die Gerätenummer. Ihr könnt also auch herausfinden, was eine Art von Telefon jemand benutzt. Ein iPhone, Galaxy, was auch immer. Also wenn ihr nun etwas installieren möchtet aus der Ferne, um einen Zugang auszunutzen, das ist natürlich auch einfacher, wenn man bereits weiß, was für ein Gerät jemand benutzt. Und ist dir bekannt, dass es irgendwelche Funktionen in der API gibt? Oder in Camel vielleicht, die benutzt werden kann, um ein Telefon direkt anzuweisen, irgendwas runterzuladen und zu installieren? Nein, ich glaube, das würde auf einem anderen Level, einer anderen Ebene passieren, nicht SS7. Okay, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich auch nach dem Talk noch zu uns kommen. Und jetzt bitte einen großen Applaus an Tobias Engel.